Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. So heißt es im Buch des Propheten Jesaja. Diese Worte sind mir in den Sinn gekommen, als ich gestern im Englischen Garten spazieren gegangen bin und immer wieder stehen geblieben bin an den blühenden Bäumen und Sträuchern. Mir geht es so, ich kann mich daran gar nicht satt sehen. So muss es den Israeliten vor 2500 Jahren auch gegangen sein, in der schweren Zeit des babylonischen Exils, in der sie an Gott verzweifelt sind. Neue Hoffnung hat ihnen der Blick auf die Blüten gegeben, die selbst in der Wüste hervorgebrochen sind. Eben noch Kargheit, Winter, Kälte und jetzt neues Leben, Aufbruch, Hoffnung. Das ist es, was die Natur uns in diesen Tagen sinnlich so wunderbar vor Augen stellt. Lasst es uns machen wie die Israeliten. Lasst uns in diesen Tagen auf die Blüten schauen. Lasst uns die Bilder sammeln, in unseren Herzen sammeln. Und lasst uns spüren, was Gott mit uns vorhat. Gott wird uns heraushelfen aus dieser schweren Zeit. Ja, die Wüste und Einöde wird frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.